nicht mehr sein. Was sagt ihr? Ich höre, oh Gott, ich höre jetzt schon wieder ein Zentaurer, oder? Ein Zentaurer, Junge, ein Zentaurer. Nein. Oh, hinter mir, hinter mir. Nicht in die Lava springen, nicht. Wartet. Ich bin falsch. Oh Gott, sag mir bitte, du hast gespeichert. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, manchmal speichert er nicht. Ich drücke F1 wie eine Bekloppte und er hat trotzdem diese Speicherstelle nicht überschrieben. Aber solange er das gemacht hat, ist alles okay. So, weil ich das Gefühl habe, es wird nicht mehr so lang dauern, hauen wir jetzt mal richtig auf die Kacke und machen richtig Party. Erst der hier, weil der Kollege ist, ehrlich gesagt, sehr anstrengend. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir uns mehr Schaden gemacht haben? Okay, ich bleib bei den Uzis irgendwie. Das kann auch nur Placebo-Effekt sein, aber ich denke, irgendwo ist ein Stückchen Wahrheit dran. Nee. Mach ihn, bitte, bitte, bitte stirb, bitte bring mich nicht um. Ich wollte noch das Levelende sehen. Und Lara vielleicht auch. Speichern. Ganz wichtig. Speichern. Okay, kurz umsehen. Da geht's lang. Da geht's auch lang, alles klar. Wir gehen zuerst nach links, weil ich immer zuerst nach links gehe. Das habe ich schon immer gemacht. Ich bin, weiß nicht. Links, links wie Lara Croft, links wie Lisa, links wie du Lauch. Keine Ahnung. Links wie Levelende. L wie Levelende. Alles baut auf den Buchstaben L auf. Und das macht mich froh. Denn wir sind richtig gegangen. Wäre ich nach rechts gelaufen, hätte ich wahrscheinlich eine verschlossene Tür gefunden. Verschlossen. Wie Verschluss. Wie Spast. Was? Okay, warte. Warum müssen die gerade noch mal kurz vor Ende des Spiels ein Zeitspiel einbauen? Warte, hier sind zwei Hebel. Warum? Warum? Das kann natürlich... What? Es kann natürlich sein, dass das ein Secret ist, dass ich dort gar nicht hin muss. Mit der Brücke. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hat der eine Hebel die Tür geöffnet und die andere ist für die Brücke zuständig. Heißt, wir müssen mal wieder schnell sein. Lara, zieh dir die Socken hoch und schlüpper nochmal richtig Schneistecker. Jetzt geht's los. Wir können in diesem Teil noch nicht sprinten. Heißt, wir springen gegen die Wand, weil sprinten und springen ist ja irgendwo auch verwandt. Habe ich gehört, beides erfordert körperliche Aktivitäten, denen wir wahrscheinlich eh nicht gewappnet sind. Oh mein Gott, stopp, stopp, stopp. Speichern. Speichern. Unbedingt speichern. Ich hoffe, er nimmt das alles jetzt. Ich kloppe wie ein Wani auf die... Hast du ein Glück gehabt. Okay. So. Ich muss das wahrscheinlich jetzt aufnehmen. Oder? What the... Okay. Ich kann es nicht aufnehmen. Das ist übrigens der Sion. Meiner Meinung nach mit einer der tollsten Artefakte, neben Tomb Raider 4, den, diesen Ankh. Den mochte ich auch sehr gern. Ich mag's generell, diese ganzen Designs von den Artefakten. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Irgendein Mensch hat die Aufgabe, Sachen zu designen für Spiele. Sei es Artefakte, sei es Level, sei es Outfits, sei es Waffen, sei es Charaktere. Und setzt sich hin, Stunden, tagelang, wochenlang und zeichnet, zeichnen, zeichnen, zeichnen. Muss ich da runter? Das überlebe ich doch nicht, oder? Und das Ding dort sieht riesig aus. Das sieht irgendwie gefährlich aus, aber ich glaube, ich werde es nicht überleben. Oh doch! Die Frage ist, war das richtig? Ich glaube, es war nicht richtig. Oder? Was ist das für eine Tür? Warte kurz. War das jetzt falsch? Ich weiß nicht. Ja, das war falsch. Jetzt bin ich wieder hier.
Okay, wir laden. Was muss ich hier machen? Muss ich das Teil nicht öffnen? Ja, warte, erstmal die Uzis öffnen. Ach, da ist eine Rampe! Ja, bisschen unauffällig. Okay, Laura, möchtest du das, den Sion nehmen? Das könnt ihr nicht tun. Wir verurteilen dich, Nadler von Atlantis, für deine Verbrechen. Wegen krassen Missbrauchs deiner Kräfte und wegen Diebstahls unserer Kräfte. Das könnt ihr nicht, ich habe... Du hast den Dreifachverbund zerstört, der unser Volk einträchtig geführt und beschützt hat. Du hast Tio Khan und mich mit unserer eigenen Armee herausgefordert. Hast unsere Krieger von der Pyramide fortgelockt, damit du die Schöpfungskraft der Pyramide für deine stumpfe Zerstörungswut missbrauchen konntest. Stumpf? Seht euch doch an! Keiner von euch hat auch nur einen Funken Erfindungsgeist im Kopf. Verschwender! Lass es uns einfach tun. Tio Khan! Du hast eine heilige Opferstätte aus purer Habsucht geschändet und als Brutfabrik missbraucht. Eine neue Generation zum Überleben geboren. Jetzt sind sie Hackfleisch. Und dich, Nadler, werden wir in Stasis versetzen. Deine Adern und Füße, dein Herz und dein krankes Hirn mit gefrorenem Blut bedecken. Schau deiner ewigen Unruhe in die Augen, Nadler. Ihr werdet auch keine Ruhe finden und euer verdammter Kontinent Atlantis. Na, wieder da? Sie auch. Zur feierlichen Wiedereröffnung, nehme ich an. Die Evolution steckt in der Sackgasse. Kaum noch natürliche Auslese. Die Ausbreitung neuer, frischer Wesen wird neue Gebietskämpfe anregen, uns stärken und voranbringen, sogar neue Rassen erschaffen. Eine Art gedopter Evolution also? Ja, ein Tritt in den Hintern. Die albernen Wichte Qualopec und Tio Khan haben ja keine Ahnung. Der Untergang von Atlantis hat eine Rasse träger Schwächlinge getroffen und sie zu den Ursprüngen des Überlebens zurückgeworfen. Dies ist, was die Welt braucht. Nicht auf diese Art. Ausschlüpfen beginnt in 15 Sekunden. Zu spät für eine Abtreibung. Nicht ohne das Herz der Operation. Nein! Ah! 10. 5. Atlantis, wir haben es geschafft, aber das sieht noch nicht aus wie das Spielende. Hey, ich habe ein Geheimnis gefunden. Besiegte Gegner 31, Gegenstände 36, Geheimnisse 1 von 3. Hey, das sind schon mal 33,3%. Das ist für mich, für Lara, eine ja, durchaus passable Leistung. Benötigte Zeit 44 Minuten und 33 Sekunden. Man könnte auch denken, es waren 44 Stunden und 33 Minuten. Okay. Ja, bitte. Ja, tu das. Ladebildschirm. Ich habe das Gefühl, es kommt ein Boss auf uns zu. Vielleicht der Endgegner, ich weiß es nicht. Wir haben genug Uzi-Munition. Medipacks. Sollten wir vielleicht ein bisschen drauf aufpassen. Ich muss erstmal kurz alles überspeichern. Ich kann... What the fuck? Oh mein Gott. Okay, okay. Warum... sind die Uzis aus. Weil zum Glück haben wir die Waffen. Noch. Es hätte auch... Oh mein Gott! Okay, ja, spielen direkt rein. Es hätte auch sein können, dass... wow, es hätte gerade die Hälfte angezogen. Es hätte auch sein können, dass unsere Waffen jetzt nochmal entnommen werden. Ja, kämpfe mit den Fäusten. Viel Spaß! Okay, einfach immer springen. Das sieht gut aus. Hier lag sogar noch Munition. Hab ich gerade gesehen. Das ist ziemlich gut. Oh, das war schlecht. Drei Schreie. Passable Leistung. Okay, ich habe nochmal kurz gespeichert. Wir sollten also aufpassen, die Ränder meiden.
schwer scheint der Typ nicht zu sein. Okay, ich nehme alles zurück. Er hat mich in der Luft getroffen, wie er das auch immer gemacht hat. Aber er scheint machbar zu sein. Ich meine, er hat keinen Unterleib. Er besteht nur aus einem Korpus. Aus dem Oberkörper, besser gesagt. Mich würde mal interessieren, ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern. In Tomb Raider Anniversary, wie der ausgesehen hat. Ich kann mich an den überhaupt nicht erinnern. Ich konnte mich weder in diesem Teil noch in Anniversary dran erinnern. Deswegen wundert es mich, dass es sich überhaupt gibt. Ich meine, es sollte es nicht geben. Ich meine, deine Mami und Papi wollten dich nicht. Autsch. Alter! Du bist etwas brutal unterwegs. Jetzt zieht er mir die Hälfte des Lebens ab. Wenn ich etwas wenig rede, aber ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, weil dieses Vieh ein bisschen zu groß ist für diese Welt. Scheiße! Okay, neuer Versuch. Versuch Nummer 1438. Naja, fast. Ich glaube, hier hinten hier kann ich einfach stehen bleiben. Oder sollte ich vielleicht doch nicht tun. Wir ballern drauf. Das ist ein bisschen eintönig, aber es scheint zu funktionieren. Kurz zwischenspeichern. Weiter geht's. Der hält ein bisschen viel aus, aber gut, ist ja auch ein Gegner, ne? Sollte vielleicht ein bisschen viel aushalten. Der macht ein bisschen merkwürdige Geräusche, aber du solltest langsam mal sterben. Ich meine, hallo, nicht mal der T-Rex. Hat zu viel ausgehalten. Und der war ganz am Anfang. Ha! Merkst du was? Oh no! Nein! Scheiße! Shit! Oh, das war gut. Das hat eine Leistung, Mrs. Croft. Dankeschön! Ja, springen die Arme von ihm. Du hast einen Freund gefunden, Lara. Herzlichen Glückwunsch. Deinen einzigen wahren Freund. Und ich werde ihn dir nehmen. Okay, versuchen wir das mal. So. Stirbst du? Sag mir bitte, du stirbst. Bitte, bitte, bitte. Ist es tot? Geil! Okay, Lara, passable Leistung. Wir nehmen trotzdem die Uzi-Munition mit, weil ich weiß nicht, was noch kommen wird. Sicher ist sicher, na? Wie viel haben wir gerade verballert? Das würde mich mal interessieren. Wir haben immer noch so viel. Okay, gut, einen geschenkten Gaul. Guckt mal nicht ins Maul, Lara, aber das ist ganz schön viel. Jetzt haben wir doch wieder über 1000. Das willst du mir bestimmt doch nicht weismachen, oder? So, wir haben aber immer noch nicht das Artefakt. Wir müssen noch an den Xion rankommen. Das ist natürlich jetzt noch die nächste Sache. Oh, da liegen auch noch welche. Geil! Okay, ich freue mich hier einen Ast ab. Lara sammelt weiter hier ein paar Schokoriegel ein. Ich fand immer, die sehen aus wie Twix oder so, diese Riegel. Die Munitionsriegel, Teil, Zeugs. Whatever! Okay.
Gehen wir hier den Gang lang. Und was erwartet uns hier? Nichts. Danke. kommen wir jetzt nochmal zurück? Muss ich... Warte. Schieben oder ziehen? Okay, schieben. Ziehen geht gar nicht. Oh mein Gott. Ja, wir hätten es ja probieren können, aber Lara noch dünner gewesen als jetzt. Und sie ist schon ziemlich dünn. Aber hey, ihre Brüste hätten sich, glaube ich, durchgebohrt durch diesen Block. Und wir hätten dann einen Gang gegraben. Gebohrt. So, ich gehe hier nicht... Ich gehe kein Risiko ein. Ja, Kisten. Bitte, Lara.